Freunde, Philipp Lang hier. Es kommt so oft die Frage von vielen, vielen Menschen aus meiner Facebook-Gruppe, der offenen, die heißt Online Marketing Unternehmer, oder auch von meinen Team-Membern. Gut, bei denen gehe ich ein bisschen mehr drauf ein. Und was meine ich mit Erfolg oder was will ich euch zeigen? Ich habe nachweisbar, und deswegen share ich auch schnell den Bildschirm oder teile den Bildschirm hier, nachweisbar schon über 600 Menschen geholfen, ihren Weg in die Freiheit zu bestreiten. Und deshalb denke ich, kann ich dem einen oder anderen etwas über meine 5 Erfolgsgeheimnisse sagen. Und ich will das ganz bewusst in 5 einzelne contentreiche und wertvolle Videos verpacken, dass ich wirklich auch keinen Druck habe, hier auf die Zeit oder auf die Uhr gucken zu müssen, wie lange ich über die verschiedenen einzelnen Themen sprechen darf. Und die Videos seht ihr in den nächsten Tagen eben veröffentlicht auf meinem YouTube-Kanal. Einfach meinen Namen Philipp Lang eingeben oder auch in meiner Facebook-Gruppe Online-Marketing-Unternehmer. Guckt euch das an. Bei mir hat es geholfen, innerhalb von jetzt nicht mal 3 Jahren 600 Menschen helfen zu können, sich ein erfolgreiches Online-Business aufzubauen, indem sie oder indem wir alle in dieser Gruppe, ihr habt es gesehen, unseren Mittelstand helfen, unsere Firmen helfen, die Digitalisierung zu schaffen und übers Internet neue Kunden zu gewinnen und die Umsätze zu steigern. Und wir starten auch direkt und kommen direkt zum Punkt. Was ist für mich das erste von meinen 5 Erfolgsgeheimnissen? Das erste und wichtigste für mich, und dafür gebe ich den Bildschirm frei. Ich will das auch ein bisschen größer machen, damit wir nicht abgelenkt werden, was die anderen Punkte sind. Zack. Das erste ist Mindset. Mindset, was meine ich damit? Hier oben spielt es die wichtigste Rolle. Mit dem hier oben, mit dem Mindset, mit den Gedanken, mit denen wir uns beschäftigen, können wir alles, was wir uns hier vorstellen können, auch in der Realität, in der Praxis tatsächlich erreichen. Und ich habe es auch aufgeschrieben, habe gesehen, 80% vom Erfolg spielt hier oben statt. Und was ich damit genau meine, ist, habe ich ein paar Beispiele dabei. Nummer 1 als Beispiel, ihr kennt das Sprichwort vielleicht, wir müssen als erfolgreiche Menschen das Glas halb voll und nicht halb leer sehen. Das heißt, wir müssen unsere Gedanken, das ist das Schöne, wir Menschen, wir können unsere Gedanken steuern, im Gegensatz zum Tier und zu der Pflanze. Können wir proaktiv unsere Gedanken steuern? Und wenn ich sie steuern kann, sehe ich doch etwas lieber optimistisch anstatt pessimistisch. Ich sehe das Glas halb voll anstatt halb leer. Und das ist schon der erste Unterschied, den jeder von uns proaktiv beeinflussen und steuern kann. Und ich beschäftige mich nur, wer mich kennt, mit Dingen, die ich proaktiv wirklich steuern und beeinflussen kann. Ein Beispiel dazu, wir sprechen hier Open Talk, Deep Talk, wir haben keine Uhr dran, wir haben keinen Zeitdruck. Alle Dinge in meinem Leben, die ich nicht selbst proaktiv steuern und beeinflussen kann, haben in meinem Leben nichts verloren. Und deswegen, Nummer 1 Thema, was in meinem Leben nichts verloren hat, sind Nachrichten, News. Ich habe seit 14 Jahren keinen Fernseher mehr. Ich lese seit 5 Jahren keine Zeitung mehr. Und wenn im Autoradio die Nachrichten kommen, schalte ich um oder ab. Denzel Washington hat ein geiles Video auf YouTube. Guckt es mal nach. Das heißt Denzel Washington News. Er sagt ganz klar, und er hat recht, der hat Erfolg in seinem Leben, Denzel Washington. Kennt der ein oder andere, ist ein super Schauspieler. Er sagt, wenn du die Nachrichten folgst, bist du misinformed. Das heißt, du bist missinformiert. Du bist falsch informiert. Wenn du die Nachrichten nicht folgst, bist du gar nicht informiert. Was ist besser, gar nicht oder falsch? Deswegen sage ich, Nachrichten in meinem Leben
hat nichts zu suchen. Mark Twain hat auch mal gesagt, er hat 7 Jahre lang die Zeitung nicht gelesen, es waren die besten 7 Jahre seines Lebens. Und das sind alles Menschen, die bleiben uns in Erinnerung. Das sind Menschen, die haben Erfolg gehabt. Und ich sage mir immer, hey, ich höre mir das mal an, was erfolgreiche Menschen sehen und baue mir mein eigenes Gebräu daraus. Nummer eins, Nachrichten streichen. Nummer zwei, was ich nicht beeinflussen kann auf diesem Planeten Erde, was mir meine Energie raubt und nichts dabei rauskommt, wenn sie mir diese Themen, diese Energie raubt, ist Religion. Religion hauen sich Menschen auf diesem Planeten wortwörtlich die Schädel ein, was für mich so doof ist. Für mich darf jeder Mensch glauben, was er will. Ich schätze jeden Glauben und ich stecke niemanden in irgendeine Schublade. Egal, was er glaubt. Für mich ist jeder Mensch ein Mensch. Punkt. Und deswegen interessiert mich Religion nicht. Nummer drei, Politik. Politik hängt ja zum Großteil auch mit Nachrichten zusammen. Warum? Weil es wird nur über Politik mehr oder weniger berichtet. Und Politik ist nur, meiner Meinung nach, ein Zirkusverein, ein Karnevalsverein. Das ist so aufgebaut, diese Politik, dass wieder nur jede Partei gegen die andere kämpft und Nein sagt. Und das geht so nicht und das geht so nicht. Das ist für mich nur ein Instrument, um stets in den Nachrichten irgendwas Negatives schreiben zu können. Guckt euch mal in der Zeitung, in der Seite 1, Seite 2 und Seite 3, sprich Titelseite, Seite 2 und Seite 3, die Nachrichten an. Das ist nur negativ, weil sich nur negative Schlagzeilen verkaufen. Mord, Totschlag, Benzin ist teurer, Steuererhöhung, hier Krise, Corona, was auch immer. Und wenn man im Tag was reißen will und positiv aus dem Bett springt und sagt, heute reiße ich mal wirklich Bäume aus, dann gehen viele raus an den Postkasten, holen sich die Zeitung rein, lesen die erste Seite, Seite 2 und Seite 3 und fangen so mit ihrem Motivationslevel nach unten und sagen, Scheiße, alles ist Scheiße da draußen. Und das will die Gesellschaft. Das will die Gesellschaft, dass wir einfach immer dieses negativen Grundtenor haben, damit wir einfach nicht denken, wir könnten irgendwas Weltbewegendes schaffen. News, Religion, Politik. Kann ich nicht beeinflussen, interessiert mich gar nicht. Und Geschichte ist Nummer vier. Geschichte ist vergangen. Ich kann sie nicht beeinflussen. Ich kann sie nicht proaktiv steuern. Das wollte ich nur mal jetzt eingangs sagen, dass ich mein Mindset nur mit positiven Dingen füttere, weil nur was ich hier oben füttere, kann auch hier rauskommen. Und deswegen sage ich, alles Negative und diese vier Dinge, die ich aufgezählt habe, wird oftmals negativ verwendet. Die interessieren mich einfach gar nicht. Schaut euch das Video von Denzel Washington an und könnt ihr auch googeln von Mark Twain. Er hat 7 Jahre die Zeitung nicht gelesen. Es waren die besten 7 Jahre seines Lebens. Wer sich vielleicht gerade wundert, was auf meinem T-Shirt steht, wer es noch nicht kennt, you can fake a Lambo, a Lamborghini, you cannot fake hundreds of testimonials. Testimonials ist ein Video-Feedback von meinen Team-Membern, von den Menschen, denen ich in meinem Coaching schon geholfen habe. Ich habe mittlerweile über 300 solcher Testimonials und sogenannte Social Proof, dass ich wirklich Mehrwert in die Gesellschaft bringe mit meinem Coaching. Das wollte ich nur sagen, das Glas halb voll, Gedanken proaktiv steuern, das haben wir auch besprochen. Wir können hergehen, wir Menschen, und unsere Gedanken proaktiv steuern. Wir sitzen, da gibt es ein ganz, ganz schönes Bild. Da sitzt jemand im Zugabteil, der eine schaut im gleichen Zugabteil links raus, der andere schaut rechts raus. Rechts schaut er in die Dunkelheit und in den Wald und links schaut der andere in die Helligkeit und in die Sonne. Und guckt euch, verbildlicht euch das mal. Ihr habt selbst die Wahl, aus welchem Fenster ihr im gleichen Zugabteil rausguckt. Das liegt an euch. Deswegen heißt es hier auch ganz klar, wir können unsere Gedanken proaktiv steuern. Tony Robbins soll das heißen. Tony Robbins, einer meiner großen Mentoren, sagt, und das ist so wahr, where focus goes, energy flows. Was meint ihr damit, beziehungsweise was hat das bei mir ausgelöst? Ich war auf einem Live-Event 2019 im Dezember in Palm Beach, Florida, auf dem Event
namens Date with Destiny. Und was ich da in 6 Tagen mit anderen 5000 Menschen in der Halle gelernt habe, war mehr als nur beeindruckend. Und ich würde es sofort wieder machen, wenn solche Live-Veranstaltungen wieder möglich sind. Das heißt einfach nur, where focus goes, energy flows. Was du fokussierst, was du dir tagtäglich vornimmst, was deine Ziele sind und so weiter, kommen wir unten noch weiter drauf. Was du fokussierst, da fließt deine Energie hin. Und wo Energie hinfließt, das müsst ihr euch so vorstellen, ihr kennt das Sonnenlicht, ihr kennt eine Lupe. Und die Lupe bündelt eigentlich nur die Sonnenstrahlen und fokussiert sie auf einen Brennpunkt. Und da geht die Energie hin und irgendwann fängt es an zu rauchen und irgendwann fängt es an zu brennen. Das ist das Prinzip der Lupe. Where focus goes, energy flows. Deswegen rate ich auch immer, habt nur einen Fokus und nicht zwei und nicht drei und nicht fünf. Wer zwei Hasen fangen will, fängt keinen. Deswegen hab keinen Plan B. Es reicht ein Plan A. Wenn das jemand vorgemacht hat und du getestet und es getestet wurde und du gesehen hast, dass es funktioniert und bewiesen wurde, dann würde ich einfach nur eins dieses Schritt für Schritt nachmachen. Du brauchst nicht 3 verschiedene Alternativen machen. Ich habe noch die Option und die Option. Es scheitert. Du musst den Fokus wie die Lupe auf nur einen Brennpunkt machen. Und das soll das Zitat, das habe ich von Tony Robbins, deswegen habe ich es auch hingeschrieben, where focus goes, energy flows. Das ist so Mindset, dass ich sage, ich lasse mich nicht ablenken, weil das ist der größte Killer von Erfolg, ist Ablenkung und Konzentration. Die meisten Menschen heutzutage können sich nämlich nicht mal mehr 5 Minuten konzentriert und fokussiert auf irgendwas konzentrieren, weil die ganze Zeit dieses Gerät uns hier ablenkt. Und das ist auch so gewollt. Und wir nutzen das auch. Denn wir Menschen, wir sind in Social Media. Und in Social Media will man hier sich mit anderen austauschen und sehen, was macht der Nachbar? Welche Katze hat er denn heute bekommen? Und Bing macht es hier, Benachrichtigung da, E-Mail da, Nachricht da. Und das ist, was ablenkt. Und deswegen empfehle ich euch, wenn ihr wirklich erfolgreich werden wollt, nutzt dieses Ding wirklich nur eine Stunde am Tag, um Erfolg zu machen und nicht zu konsumieren. Die ganzen Dinge, wir haben jeden Tag die Chance, die Wahl, was wir jeden Tag machen können. Entweder wir produzieren, das mache ich gerade hier, ich produziere gerade dieses Video, oder wir konsumieren. Und das ist einfach hier durch Social Media durchsurfen und sich berieseln lassen. Und deswegen sage ich, das Wichtigste auch, um erfolgreich zu werden, ist sich jeden Tag zu fragen, was kann ich heute produzieren, anstatt zu konsumieren. Weil die Zeit, die 24 Stunden, die gehen einfach durch, ob wir wollen oder nicht, egal was wir machen. Und ich kann euch nur den Rat geben, nutzt dieses Ding jetzt wirklich nur, um mit eurer Zielgruppe, mit eurer Nische in Kontakt zu kommen, mit den Menschen in Kontakt zu kommen, denen ihr helfen könnt, denen ihr was verkaufen könnt. Weil nur wer verkauft, der hilft schlussendlich. Das war das Statement zu Tony Robbins. Law of Attraction, auch ganz wichtig. Law of Attraction. Wer hat den Film gesehen? The Secret. Wenn nicht, schreibt ihr das mit auf. Ich empfehle euch jedem von euch, lasst euch hier nicht nur berieseln, sondern nehmt die Tipps und Tricks wirklich mit und schreibt die mit einem Stift und einem Zettel auf. Schaut euch den Film The Secret an. Hier geht es um das sogenannte Law of Attraction. Das heißt, was ich hier oben denke, und was ich hier oben immer und immer wieder denke, kommt schlussendlich in dein Leben. Das ist Law of Attraction. Wir können mit unseren Gedanken unser Leben proaktiv tatsächlich steuern. Und jeder, der was anderes sagt, hat keine Ahnung, der hat es noch nicht erlebt. Aber ich habe es erlebt und ich kann zu 100% sagen, es ist wirklich so. Mit dem, was du dich hier oben am meisten beschäftigst, das fließt am meisten Energie hin. Und wenn das eben Ziele sind, egal welcher Natur, im Business, in der Beziehung, Bankkontostand, mit deinen Kindern, mit deinen Freunden, Familie, was auch immer Ziele sind, Urlaub, was auch immer, wenn du dir das oft genug hier oben herholst, dann mach mal die Augen auf und es ist auf einmal wirklich da. Deswegen Law of Attraction. Das hängt einfach ein bisschen zusammen, where focus goes, energy flows. Was ist noch Mindset bei mir wichtig? Was mache ich noch
Affirmationen. Affirmationen höre ich mir mindestens 2, 3 Mal die Woche vorm Schlafengehen einfach an. Es gibt tolle Affirmationen. Schreibt euch damit. Rheumatina ist ein toller Typ, der dir vorm Schlafengehen, wenn du im Einschlafen bist, einfach ins Unterbewusstsein positive Dinge redet. Wo du hier oben aufmachst, wo du dein Unterbewusstsein aufmachen lässt und du empfänglich bist für große Dinge. Das kann man auch proaktiv einfach beeinflussen. Mach das. Roy Martina. Martina und Roy mit OY hat bei mir um viel, viel verändert zum Positiven, das Mindset. Was ein Game Changer ist, ist Dankbarkeit. Dankbarkeit, und das kann ich euch auch ganz kurz zeigen, ich habe eine App hier auf dem Telefon. Das ist eben von The Secret, das ist die Super-App, die könnt ihr gucken, in den App Store eingeben, einfach The Super-App heißt das. Und hier gibt es unten verschiedene Möglichkeiten und eins davon ist Gratitude. Jeden Tag um, glaube ich, 21 Uhr sagt mir, kommt eine Push-Nachricht und sagt, ich muss jetzt aufschreiben, für was ich dankbar bin. Und das seht ihr schon, ich habe schon ein paar Tage dieses Dankbarkeitsspiel mitgespielt. Denn wenn wir dankbar sind und uns an Dinge konzentrieren oder auf Dinge konzentrieren, für die wir dankbar sind, ist eins ausgeschlossen. Wir können zeitgleich keine Angst haben. Wir können zeitgleich keine negativen Gedanken haben. Und das ist so wichtig, dass wir uns nur mit positiven Dingen beschäftigen. Deswegen, ich habe keinen Fernseher, ich habe es auch gesagt, aber ich habe auch kein Netflix. Ich schaue auch zum Beispiel auch keine negativen Filme an. Wer Horrorfilme anschaut, macht sich da oben selbst kaputt. Wer negative Sachen anschaut, macht sich da oben nur selbst kaputt und Angst ist auch negativ. Deswegen, wir gehen her proaktiv und machen uns unsere Gedanken und so machen wir auch unser Leben positiv. Deswegen holt euch entweder ein Journal, komme ich auch gleich noch dazu, was ein Journal genau ist. Ich habe hier ein paar um mich rumliegen, sehe ich gerade. Ich zeige es euch nur mal, dass ihr seht, dass ich das tatsächlich mache. Ich habe hier Journale. Insgesamt schon 1, 2, 3, 4. Hier sind es nur 5, ich habe drüben auch noch welche. Und in diese Journale schreibe ich alles rein. Ihr seht, das ist alles vollgeschrieben. Mit Dingen, die mich im Leben beschäftigen, von Karriere. Ich schreibe hier, habe auch ein Erkenntnisjournal. Das heißt, ich klebe auch hier was rein. Das heißt, ich mache das wirklich, was ich euch hier erzähle. Und nicht erst seit gestern, hier zum Beispiel, seht ihr das? Das ist vom 2015er Jahr. Wir haben jetzt August 2021. Das heißt, das mache ich nicht erst seit gestern, das mache ich schon seit 6 Jahren. Und nur wenn man irgendetwas kontinuierlich mit Disziplin und Beharrlichkeit über einen langen Zeitraum macht, dann kommen die Ergebnisse. Wenn dir da draußen irgendjemand erzählt, du kannst über Nacht ohne Arbeit erfolgreich werden und dein Bankkontostand füllt sich automatisch, das ist alles ein Scherz, das ist alles Irrsinn. Hier seht ihr Journale und in diese Journale empfehle ich euch entweder hier die Dankbarkeit reinzuschreiben, jeden Tag nur 3 Dinge, für die du dankbar bist. Oder holt euch eben diese Super-App, wo man jeden Tag einfach eine kurze Nachricht bekommt und sagt, ja, jetzt gucke ich mal schnell, für was ich dankbar bin. Und du bist sofort wieder positiv geprimed in einem positiven State. Was haben wir noch hier? Weed out. Das ist das, was ich schon erzählt habe mit den Nachrichten. Weed out heißt einfach, du musst dein Mindset, um das geht es ja hier, Weed out heißt auf Deutsch ausmisten oder von Unkraut befreien. Und wir müssen unser Mindset, unser Gedankengut von allem Unkraut befreien, von allen Negativen. Das Negative kommt automatisch in unser Leben durch die ganze Gesellschaft, durch die ganzen Nachrichten, durch das Ganze, was auf dem Planeten passiert. Und es kommt wie der Löwenzahn durch die Straße, durch die Teerschicht, sprießt auf einmal durch. Und wir müssten immer und immer mal wieder hergehen und ausmisten oder aufräumen und eben das Unkraut beseitigen. Das meine ich mit Weed Out.
Und wir fangen an, dass wir die Nachrichten nicht mehr konsumieren. Weil das ist Nachrichten anschauen, ist nur Konsum. Kann man in dieser Zeit nicht irgendwas produzieren, anstatt konsumieren? Immer fragen. Engelchen und Teufelchen. Auch klasse. Vielleicht habt ihr das schon mal gesehen auf meinem YouTube-Kanal. Habe ich da auch ein Video drüber, dass wir auf einer Schulter das Engelchen sitzen haben und auf der anderen Schulter das Teufelchen sitzen haben. Und das Engelchen spricht uns positiv ins Gedächtnis und ins Mindset. Und es baut uns auf. Und das Teufelchen hier, das spricht uns negativ ins Gedächtnis und zieht uns runter. Und wir Menschen können eben unsere Gedanken proaktiv steuern. Und ich kann dem Engelchen sagen, hey Engelchen, baue mich weiter auf. Sprich mir positiv ins Gedächtnis. Und ich kann dem Teufelchen sagen, halt die Schnauze, dich will ich gar nicht hören. Und so gehe ich jeden Tag an. Und so sage ich, jeder Unternehmer hat schwierige Situationen, hat Probleme auch manchmal. Nur wir steuern, ob wir das Engelchen füttern oder das Teufelchen füttern. Und ganz ehrlich, ich fütter jeden Tag so viel wie es geht, nur das Engelchen und nicht das Teufelchen. Das ist auch ein ganz tolles Sprichwort, das kommt von Buckminster Fuller, von dem habe ich ein Buch. Und er sagt in diesem Buch, work with the forces, not against them. Und das ist eben ein Statement, was er sagt, work with the forces, not against them. Wir haben im Leben immer mal wieder Dinge, die wir nicht aufhalten können. Wie jetzt zum Beispiel die Digitalisierung. Die können wir nicht aufhalten. Oder denkt immer noch jemand von euch, ja, das Internet wird sich langfristig nicht durchsetzen, was ich immer mal wieder höre. Deswegen, ich arbeite nicht dagegen und boykottiere das und sage, ich will damit nichts zu tun haben, sondern ich nutze das positiv für mich und sage, hey, ich kann es nicht aufhalten, also nutze ich es für mich. Und wenn ich das hier irgendwie im Mindset auch abgespeichert habe, dann öffnen sich auf einmal Türen und man erkennt auf einmal Pfad oder Wege und sagt, hey, das ist eine Chance anstatt ein Problem. Denn auch das Wort Krise heißt auf Chinesisch oder bedeutet auf Chinesisch Chance. Weil jedes Problem beinhaltet auch eine Chance, was draus zu machen. Weil jedes Problem muss gelöst werden. Und wenn ich die Lösung finde, kann ich vielen Menschen helfen. Und das Letzte, was ich hier noch im Mindset, und ihr merkt, ich gehe hier extrem lang drauf ein, sind Prinzipien. Und da gibt es noch eine schöne Story, eine schöne Geschichte, die ich euch erzählen will. Was sind Prinzipien? Es gibt Prinzipien auf diesem Planeten Erde, die waren schon vor 5000 Jahren Prinzipien und die werden die nächsten 5000 Jahre noch Prinzipien sein. Zum Beispiel die Schwerkraft. Das heißt, wenn ich dieses hier loslasse, dann fällt es zu Boden. Warum? Es ist die Schwerkraft ein Prinzip auf diesem Planeten und die war schon 5000 Jahre vorher da und auch wenn wir nicht mehr auf diesem Planeten sind, weil unser Leben ist endlich, wir sind eigentlich nur zum Urlaub machen auf diesem Planeten, dann wird die Schwerkraft, dieses Prinzip Schwerkraft immer noch auf diesem Planeten sein. Und so gibt es viele, viele Prinzipien. Und wenn ich mich mit diesen positiven Prinzipien, es gibt positive, es gibt auch negative. Und ein positives Prinzip, zum Beispiel im Mensch, Zwischenmenschlichkeit, ist zum Beispiel Ehrlichkeit. Ist zum Beispiel, ich sage immer die Wahrheit oder Pünktlichkeit oder einfach diese Dinge, dass ich sage, ich bin freundlich und ich sage bitte und danke. Das sind Prinzipien, da hat man über Jahrtausende festgestellt, hey, mit denen kommt man weiter, als wenn man diese Prinzipien nicht hat. Und ich mag euch eine Geschichte heute erzählen über dieses Prinzip oder solche Prinzipien. Und die geht folgendermaßen. Am Ozean, im Pazifik, fährt das größte amerikanische Kriegsschiff. Das ist nur eine fiktive Story, aber diese Story soll euch das Prinzip von Prinzipien erläutern und erklären. Und auf diesem Ozean fährt das größte Kampfschiff, Flugzeugträger mit so und so viel Kanonen und bewaffnet und fährt auf hoher See und sieht auf einmal auf dem Radar ein Hindernis. Ihr kennt vielleicht so diesen Beep, Beep und so ein Hindernis, so ein kleines Hindernis. Und die nehmen drauf Kurs. Und dann sagt sich der zweite
Kapitän dieses Schiffes, ich muss mit diesem Hindernis Kontakt aufnehmen, und macht hier mit seinem Telefon und wählt hier, und kurze Zeit später ist die Verbindung hergestellt zu diesem Hindernis. Und dann sagt der zweite Offizier, Kapitän, er ist der zweite Offizier des größten Kriegsschiffes der USA, und wir haben sie auf dem Radar und fordern sie aufdringlich auf, den Kurs zu ändern. Ansonsten werden wir kollidieren. Und nach 2 Minuten kommt eine Antwort zurück und es heißt nur ganz kurz, nein. Und der zweite Offizier ist außer sich und sagt, haben die nicht verstanden, wer wir sind? Und holt den ersten Offizier, den Kapitän, den ersten Kapitän und Offizier dieses Schiffes und sagt, hey, wir haben hier auf dem Radar ein Hindernis. Ich habe schon Kontakt aufgenommen und die machen nicht das, was wir tun, was wir wollen. Die tun nicht, was wir wollen. Dann sagt der erste Offizier zum zweiten Offizier, geh auf die Seite, lass mich das machen, schau zu und lerne. Dann erster Offizier erbost über diese Situation und auch erbost über das vom zweiten Offizier und so weiter und nimmt wieder mit seinem Telefon Kontakt auf zu diesem Hindernis im Weltmeer. Und das Radar sieht er wieder, piep, piep, es ist dunkel und man kann nur das am Radar erkennen. Und dann wählt er und sagt, hier ist der erste Offizier des größten Kriegsschiffes der USA. Wir sind bewaffnet mit 170 Kanonen und so viel Flugzeugen. Wenn sie nicht augenblicklich den Kurs ändern, eröffnen wir das Feuer. Nach 2 Minuten Ruhe warten die ganz gespannt, was kommt jetzt und so. Nach 2 Minuten kam nur, hier sitzen 2 betrunkene Matrosen im Leuchtturm und wenn sie den Kurs nicht ändern, dann laufen sie auf Grund und wieder aufgelegt. Und diese Geschichte soll euch eigentlich nur aufzeigen, dass diese Prinzipien stärker sind als jede Force, als jedes Kriegsschiff da draußen. Wir können sie nicht brechen, eher brechen wir an ihnen. Das war das erste meiner 5 Erfolgsgeheimnisse. Deswegen bleibt dabei. Wir machen hier einen kurzen Cut. Und das zweite könnt ihr schon lesen, geht um Ziele. Das erste war Mindset, was 80% ausmacht. Deswegen habe ich da auch ein bisschen ausgeholt. Das zweite geht um Ziele. Deswegen, wir sehen uns im nächsten Video und ich freue mich drauf. Bis dann. Ciao.